Hallo, ich bin Thomas und heiße euch im TweakPeak-C-Kanal willkommen. Bevor wir mit dem eigentlichen Test beginnen, eine kurze Übersicht, was euch in diesem Video erwartet, wie wir Netzteile testen und womit. Für die Netzteiltests verwenden wir eine eigene Chroma-Netzteilteststation, wie sie auch bei den Herstellern zum Einsatz kommt. Bei Kurztests oder zu Vorführzwecken greife ich auf eine kleine Teststation von Zahnmund zurück. Das war jetzt zu dem Wie und Womit wir testen. Nun zu dem Ablauf des Videos. Das System Power 9 mit abnehmbaren Kabeln wurde erst dieses Jahr vorgestellt. Und damit erweitert BeQuiet die Serie erstmal um eine modulare Version. Es gibt jetzt also insgesamt drei Varianten: System Power 9, dann die CM. Dann gibt es noch eine B9-Version, wobei B einfach für Bulk steht. Alle System Power haben 3 Jahre Garantie, also Herstellergarantie, nicht Gewährleistung. Ich habe jetzt hier das System Power 9 CM mit 500 Watt Leistung. Der Lieferumfang des Netzteils ist überschaubar. Also, wir haben hier natürlich das Netzteil selber. Wir haben die abnehmbaren Kabel. Eine Kurzanleitung, ein Kaltgerätekabel und es sind noch ein paar Schrauben drin. Die abnehmbaren Kabel sind Flachbandkabel. Und die festen Kabel am Netzteil, das sind gesleevte Rundkabel. Das ist eine heute übliche Kombination, dass man für die abnehmbaren Flachband nimmt und da ATX und EPS-Stecker Rundkabel sind. Ich blende euch die Kabellängen ein. Ihr findet die aber auch nochmal unten in der Beschreibung verlinkt. Falls euch andere Wattklassen interessieren, BeQuiet dokumentiert das eigentlich ganz gut mit den Kabellängen und der Kabelanzahl. Kommen wir zu der Leistung des Netzteils. Das 500 Watt Modell kann auf der 12 Volt Leitung 456 Watt bereitstellen. Und typisch für BeQuiet haben wir hier 12 Volt Multiway, genauer gesagt Dualway, also zwei Leitungen, die abgesichert sind oder genauer gesagt 24 und 20 Ampere Leistung bieten. Besonders erwähnenswert ist die kombinierte Leistung auf 3,3 und 5 Volt. Hier bietet das System Power 110 Watt und liegt damit etwas über den Durchschnitt. Wo wir jetzt bei den Spezifikationen sind, können wir uns auch da passend dazu die Schutzschaltung ansehen und wie die Abschaltpunkte des Netzteils zu den gesamten Spezifikationen sich verhalten. Die OPP, die Overpower Protection, also der Schutz vor Überlastung des Netzteils, schaltet bei 644 Watt ab. Etwas spät muss man leider sagen, da die Spannung auf der 12-Volt-Leitung ab 630 Watt Last stärker abfällt und am Ende bei ungefähr 10,6 Volt landet. Kommen wir zu der OCP, dem Schutz vor zu hohen Strömen. Die beiden 12 Volt Rails schalten bei 34 und 33 Ampere ab, also relativ nahe beieinander, obwohl wir ja in den Spezifikationen mit unterschiedlichen Angaben vermerkt wurden. Die Spannungen verhalten sich aber relativ stabil und fallen nur knapp auf 12 Volt ab. Die OCP auf der 12 Volt Leitung schaltet bei 26,5 Ampere ab. Die Spannung fällt hier zwar etwas ab, aber ist vollkommen unproblematisch. Auch wenn die Leitung etwas überstrieben stark ausgelastet ist, immerhin 10 Ampere mehr als die angegebenen 15 Ampere. Auf 3,3 Volt sehen wir ein ähnliches Verhalten. Hier schaltet das Netzteil bei 31,5 Ampere ab und die Spannung bleibt auch hier relativ unauffällig. Auf
Kurzschlüsse reagiert das System Power sehr gut, besonders wenn man die Preisklasse berücksichtigt. Weder auf 12, 5 noch 3,3 Volt gibt es irgendwelche Probleme. Kommen wir zu den Testergebnissen und beginnen mit dem Wirkungsgrad. Die System Power 9 sind für 200 bis 230 Volt Eingangsspannung ausgelegt und tragen auch ein entsprechendes 80 plus Bronze Zertifikat. Die Netzteile sind bei geringen Lasten deutlich effizienter als erforderlich und erreichen hier knapp 89%. Ab 50% Last haben wir dann eine Punktlandung auf dem Vorgaben für das 80 plus Bronze Zertifikat. Bei geringen Lasten bis 100 Watt Leistung ist der Wirkungsgrad auch ganz gut. Kommt natürlich nicht an die Titanium-Netzteile ran, aber ab 40 Watt Last ist man über 80%. Für ein bronze-zertifiziertes Netzteil sind das ganz gute Ergebnisse. Kommen wir zu den Spannungsverhalten des Netzteils. Bei der Spannungsregulation wird es sogar relativ spannend, da die System Power jetzt DC-to-DC besitzen, also eine unabhängige Spannungsregulation. DC-to-DC ist bei den System Power auch neu, bisher war die Serie nur gruppenreguliert. Damit werden die Netzteile jetzt auch für kleine Gaming-Systeme interessant, da die Spannung bei schwankenden Lasten deutlich stabiler ist. Bei symmetrischen Lasten sieht der Spannungsabfall ganz gut aus. 12 Volt, 5 Volt, noch 3,3 Volt fallen hier negativ auf. In absoluten Zahlen haben wir auf der 12 Volt Leitung einen Spannungsabfall unter 2% und auf 3,3 Volt und 5 Volt unter 3%. Was signifikant unter den 5% ist, die in den ATX-Spezifikationen vorgegeben sind. Bei Crossload-Lasten bleibt das Ergebnis dank DC-to-DC unverändert. Wir testen hier verschiedene Lasten, also zwischen 12 und 3,3 und 5 Volt. Ich habe jetzt mal zwei extreme Punkte ausgewählt. Einmal maximal Last auf 3,3 und 5 Volt. Also hier haben wir dann 11 Ampere auf 5 Volt und 16,6 Ampere auf 3,3 Volt. Und minimale Last auf 12 Volt Leitung. Und dann den zweiten Fall umgekehrt, maximale Last auf 12 Volt Leitung und Minimum auf 3,3 und 5 Volt. Wenn wir uns nun bei diesen Crossload Lasten den Spannungsanfall ansehen, dann sieht das ganz gut aus. Wenn wir uns bei den Crossload Lasten nun den kompletten Spannungsabfall ansehen, verhalten sich die Spannungen ganz gut. Bis auf geringe Schwankungen bleibt auch hier die 12 Volt Leitung unter 2% und 3,3 und 5 Volt unter 3%. Dank DC-to-DC haben also auch die Crossroad-Lasten kaum Einfluss auf den Spannungsverlauf. Für ein günstiges Netzteil sind das ganz gute Ergebnisse. Kommen wir zu der Restfälligkeit. Auf der 12 Volt Leitung haben wir hier zwischen 11 mV bis maximal 52 mV. Erlaubt sind hier 120 mV Restfälligkeit. Auf 3,3 und 5 Volt sind es zwischen 20 bis 30 mV, was auch deutlich unterhalb der zulässigen 50 mV Grenze liegt. Insgesamt also auch gute Ergebnisse, die innerhalb der Spezifikation liegen. Kommen wir zu der Lautstärke des System Power 9 CM. Das 500 Watt Modell startet bei 600 Umdrehungen pro Minute. Und bis 350 Watt Last bleibt es unterhalb von 1000 Umdrehungen pro Minute, was für günstige Netzteile eigentlich relativ leise ist. Bei Volllast, also bei 500 Watt, dreht der Lüfter mit etwas über 1100 Umdrehungen pro Minute, insgesamt also wahrnehmbar, aber nicht störend laut. Kleine Anmerkung, beim Start des Netzteils dreht der Lüfter auf und regelt dann herunter. Hier mal so ein kleines Beispielvideo. Bei den Netzteiltemperaturen bewegen wir uns in den üblichen Bereichen. Einige kleinere Hotspots am Gehäuse, aber nichts Auffälliges.
Einen stärkeren Hotspot finden wir am Netzteilinneren, also im Netzteilinneren selbst. Dieser ist mit 97 bis 100 Grad relativ hoch. Das ist der Trafo. Die einfachen vertragen meist bis zu 130 Grad Celsius, somit ist das noch im Rahmen. Aber es sind etwas höhere Temperaturen, als wir es von Netzteilen gewohnt sind. Aber nicht vergessen, das ist hier ein Worst-Case-Szenario mit 500 Watt Last. Die meisten PCs werden das Netzteil kaum mit 300 Watt auslasten und somit sind solche Temperaturen eher unwahrscheinlich. Bevor wir zu den abschließenden Fazit kommen, wie immer verlinke ich euch den kompletten Artikel in der Beschreibung, falls etwas unklar sein sollte oder ihr nochmal alles nachlesen wollt. Ich habe auch nicht alles im Video untergebracht, Messungen wie Hold-Up-Time, Standby-Leistungsaufnahme und weitere Diagramme zu Spannung, Wirkungsgrad findet ihr dann auch dort. Ist das System Power 9 ein empfehlenswertes Netzteil? Insgesamt würde ich sagen, ja. Man muss natürlich berücksichtigen, dass es sich um ein günstiges Netzteil handelt. Die Ergebnisse sind solide, bleiben innerhalb der Spezifikation, aber natürlich nicht vergleichbar mit High-End-Netzteilen wie Straight Power oder Dark Power. Wer möglichst günstig ein solides Markennetzteil sucht für seinen kleinen Gaming-PC, kann hier aber bedenkenlos zugreifen. Einziger Kritikpunkt bleibt leider die etwas zu hoch angesetzte OPP. Die restlichen Schutzschaltungen sind relativ gut umgesetzt. Damit wären wir schon am Schluss angelangt. Falls ihr Fragen zum Test, Netzteil oder Verbesserungsvorschläge für uns habt, freuen wir uns natürlich auf eure Kommentare. Ich verabschiede mich dann. Bis zum nächsten Netzteiltest.